Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Kickbox-Fans all over the world. Willkommen zur WKU-Weltmeisterschaft. Kickboxen K1 im Schwergewicht. It's time for the main fight for tonight's evening. WKO Heavyweight Championship of the World. Und ich rufe in den Ring den Herausforderer. I call to the ring the contender from London, England. Daniel, the Warrior. Daniel, the Warrior Sam. Und nun der Weltmeister. Ich bitte in den Ring. Aus München, in die blaue Ecke. Michi! Zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Aber zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemandem. Schwächlinge tun das und das bist du nicht. Du bist besser.
meine Damen und Herren, bitte erheben Sie sich zu Ehren der Kämpfer. Es folgen die Nationalhymnen. Wir beginnen mit der Nationalhymne Großbritanniens. Es folgt die deutsche Nationalhymne. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Offiziellen des heutigen Abends. Supervisor ist WKU-Weltpräsident Klaus Nonnemacher. Technischer Leiter Tommy Stöcker. Ringers Dr. Peter Nelles und Dr. Gudrun Pika. Meine Damen und Herren, die Punktrichter. Aus der Türkei Ertekin Arslan. Aus Polen Chris Legien. Und aus Frankreich Henri Charlet. Der Mann im Ring aus Serbien Goran Filipovic. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, it's time to fight! Der Herausforderer in der roten Ecke, 36 Jahre alt, 1,97 Meter groß, 115,4 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz, 49 Kämpfe, 36 Siege, 20 davon durch Knockout. Er tritt an für das Team Daniel Sam, seine Ecke, sein Trainer Sean Decken und Jeremiah Agbonifa. Seine Erfolge, er ist im Fusion World Champion, gewann unzählige Grand Prix, unter anderem Super Combat Grand Prix. Meine Damen und Herren, from London, England, aus London, Daniel, the Warrior Sam! Sein Gegner in der blauen Ecke, 26 Jahre alt, 1,91 Meter groß, 100,9 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz ungeschlagen. 27 Kämpfe, 27 Siege, 22 davon durch Knockout. Er tritt an für das Kampfsportcenter Steko. Seine Ecke, die Ex-Weltmeister Mladen und Pavlica Steko, Zvonko Josipovic sowie Cutman Thilo Kuttler. Er ist der Weltmeister aus München, Michael Michi. Der Kampf ist angesetzt auf 5x3 Minuten. Die Kämpfer zur Mitte, the fighters to the mid. Judge. Die Kämpfer sind bereit. So, let the fight begin! Ja, die Gegner von Michael Smolnik, die werden immer muskelbepackter und immer größer. Maß zuletzt Kasadi, Kingcats, Mbamba. Schon satte 1,95.
hat er 1,97 und er bringt noch einige Kilo mehr. Direkt mal, wie man den Smalley kennt, Attacke, Attacke. Kick zum Körper. Ja, die Beine, das ist seine stärkste Waffe. Sidekick, Drehkick. Ja, legt schon mal alles rein. In dieser Anfangsphase mit der Daniel Sem weiß, wo er ran ist. Nochmal guter Kick. Aber nicht genau getroffen. Abgehakt. Sind sie beide am Boden. Ja, aufpassen, nichts passiert. Keine Schlagwirkung, gar nichts. Er muss auf die Rechte aufpassen von Sem. Da ist Power dahinter und er hat vor allen Dingen auch ein verdammt hartes Knie. Seit 2007 ist er Profi, 2009 die erste Niederlage gegen Dillian White. Der ist heute bei den traditionellen Boxern in allen Ranglisten weit vorne. Ja, da hat er ihn weggedrückt. Auch das keine Wirkung. Aber er macht erstmal den Kampf, der Smolik, wie man ihn kennt. Giftig, aggressiv. Ja, da hat er darauf gewartet, da wollte er auf die kurze Rippe. Aber da steckt er weg. Hat von 120 auf 115 Kilo runtertrainiert. Der Sam Smolik von 105 auf 100,9. Also die haben beide da mächtiges Zeug gelegt, was das Training angeht. Sam hat gesagt, ich fahre hier mit dem WM-Gürtel nach Hause. Oh, da waren wir gar mal die Rechte drin. Geboxt von Smolik, das sieht man ganz selten. Ganz gefürchtet seine Drehkicks und die setzt er mal tief, mal hoch an. Da variiert er. Na gut, auch aufgepasst von Sam auf das Ding. Schön geblockt. Ja, erste Runde hier erstmal so ein bisschen beschnüffeln, auch wenn da schon einige saftige Aktionen dabei waren. Der Sam, der will versuchen, die Kicks da zu absorbieren. Und der Smolik muss auf die Rechte aufpassen. Na, mal schauen, wie das weitergeht. Noch 25 Sekunden, also ein ganz schneller Knock wird es nicht. Oh, der Kick jetzt, der Drehkick zum Körper von Sam. Da rutscht er aus. Ja, aber da kann man natürlich einen Gegenüber dann mürbe machen. Er wartet. Er will wieder seinen Drehkick ansetzen. Achtung. Die kommen ja blitzschnell. Ansatzlos. Erste Runde für Smolik. Seit jeher wird jeder Radeberger Liebhaber nach dem gleichen Verfahren hergestellt. Mindestens 16 Jahre muss er reifen und dabei seinen eigenen unverkennbaren Geschmack entfalten. Und erst nach einer strengen Qualitätskontrolle kann er einem Radeberger serviert werden. Irgendwann ist man bereit für Radeberger. Radeberger, das Pilsner. Lumen Group. Nichts für Zuschauer, nur für Mitmacher. Sei live dabei, sei mittendrin und mach es zu deiner Show. Lumen Group Berlin. Jetzt Tickets sichern unter blumengroup.de. Runde 2, Round 2. Zweite Runde. Sam hat alle 7 Kämpfe, die letzten, gewonnen. 6 davon allein schon in diesem Jahr. Bemerkenswert vor allen Dingen auch sein Sieg über Muay Thai-Weltmeister Steve Banks aus den USA, allerdings in einem Nicht-Titelkampf. Ja, es kann voll von Traurigkeit. Hebt er den Smolik aber mal nach oben, knallt ihn auf den Boden. Also der unbändige Kraft, der Kerl. Na, Smolik schaut, wo kann ich da ansetzen? Na, war ein bisschen aktiv. Wie du gesagt hast, Smolik höher kicken. Dann ist gut eingestellt, der Sam auf Michael Smolik.
So einfach kommt er da nicht durch mit seinen Spinning Backkicks. Er hat versucht, den Kopf durchzukommen. Aber auch das wieder gut erkannt von Sam. Schwerer Gegner. Aber es wird sich zeigen, was passiert, wenn einer mal richtig dagegen hält. Wie geht Smolik dann mit dieser Situation um? Ja, erstmal so ein Roundhouse da auf dem Oberschenkel, tut auch gut. Wenn man weiß, was da für eine Dynamik hinten dran ist. Ja, höher kicken, der ist halt ab 1,97 Meter. Da muss ich auch noch auf einstellen, das Smolik. Ja, hat er. Eine Links-Rechts-Links-Kombination im Boxen abgezogen. Schau her. Das war ja sein ganz großes Manko bislang. Schön! Jawohl! Fersenkick da. Zum Körper und fast zum Kopf. Blitzschnell hat er Sam ab, ich kommen sehen. Also wie gesagt, Sam ist ja ganz gut eingestellt. Passiert trotzdem häufig jetzt hier. Wirkungstreffer, aber er selber macht zu wenig. Wenn er Weltmeister werden will, dann muss er irgendwie auch mal boxerisch nach vorne gehen und seine Rechte versuchen, da irgendwo rein zu brezeln, aber das klappt doch nicht so richtig, oder im eingesprungenen Knie zu kommen. Immer eine gute Antwort, das Smolik. Aber ist der stärkste Gegner bislang in seiner Karriere. Oh, da ist er mal ganz haarscharf an der Rechten vorbei geschlittert. Michael Smolik. Also, da muss er schon die Häuste oben haben zur Deckung, wenn der da ausholt. Aber auch gute zweite Runde vom Weltmeister. Lieferluxus bei Mediamarkt. Nur für kurze Zeit und nur für TV- und Haushaltsgroßgeräte. Lieferung. Aufbau, Anschluss, Inbetriebnahme und 0% Finanzierung. Wir machen das. Lieferluxus nur jetzt für 19 Euro. Mehr im neuen Prospekt. Hauptsache, ihr habt Spaß. Mediamarkt. Was ist mit dir, Billy? Mein Arzt sagt, ich hab Skittles-Fieber. Ist das ansteckend? Ich glaub nicht. Skittles, fruchtige Kaubonbons. Try the rainbow, taste the rainbow. Okay. Ah. 2011, da hat er schon mal gegen Luca Panto verloren, der auch schon in den Genuss kam, mit Smolik in den Ring zu steigen. Da war es noch 2 Minuten in der ersten Runde vorbei, aber da zieht er sich hier doch hier ganz anders aus der Affäre, dieser Daniel, the Destroyer, oder the Giant, oder the Warrior, wie er gerade lustig ist. Und er ist ein kantiger Typ, also da muss der Smolik höllisch aufpassen. So, explode to him. Schallt aus der Ecke von Daniel Sam. Sean Decken ist da nicht zufrieden mit der Leistung seines Schützlings. Ist zu passiv. Ja, war jetzt höher angesetzt. Er zeigt tief. Aufregung da bei Decken. Aber Philipp wird gleich angezeigt. Nee, war oberhalb. So, jetzt mal nachsetzen. Jawohl, linke und rechte drinne. Der schubst er den Smolik da von sich. Also wenn Filipovic da nicht aufpasst, der versucht alles, der Daniel Sam. Na, also, wird nach vorne getrieben. Mit den Playkicks kommt er noch nicht so richtig durch. Ein-, zweimal, aber wenn er sie oben ansetzt am Kopf, da blockt er ab, der Daniel Sam. Frontkick, damit hält er sich den langen. Erstmal. So, jetzt, das war auch tief. Das muss man ganz ehrlich sagen, der hat vorhin angedeutet, er tief. Na, hat er dem Smolik mal gezeigt, das kann ich auch, Junge. Wie gesagt, der versucht alles. Smolik ist schon wieder da. Hat er auch mal. Fire, please. It's okay. Time.
Er soll fair bleiben, sagt Filipovic. Eine Kante dieser Daniel. Sam, ja, ist gut. Knie, und nochmal nachgezogen zum Körper. Aber da prallt er ab wie an der Wand. Da hat andere schon einen Abflug gemacht. Da verzieht er nicht mal die Miene, der Mann aus London. Hier ist mal eine ruhige Runde. Aber aus seinen boxerischen Fähigkeiten, da macht der Sam bislang viel zu wenig. Da habe ich mir ehrlich gesagt mehr versprochen. Auch dass er mal so ein eingesprungenes Knie bringt. Da war und ist er nach wie vor gefürchtet dafür. Gerade bei seiner Länge. Alles bislang weggeblieben. Ja, Publikum hier geht stark mit, toller Kampf bislang. Ist doch mal eine ganz gute Erfahrung, wenn das Smolik mal über 5 Runden gehen müsste, dann weiß er, das kann ich auch, wenn es so weitergeht. Das machen Männer, um jedes Haar zu erwischen. Das machen wir. Der Gillette ProGlide mit revolutionärer Flexball-Technologie für maximalen Kontakt selbst an schwierigen Stellen erwischt praktisch jedes Haar. Flexball für den Gillette ProGlide. Gillette für das Beste im Mann. Unbegrenzt Filme und Serien. Jetzt einen Monat kostenlos testen. Maxdome. Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit. Runde 4, Round 4. Also soll jetzt deine Drehkicks erstmal unten ansetzen, so 2-3 Mal und dann beim 4. Mal nach oben ziehen. Da kommt doch schon mal wieder angesprochen. Der kleine Filipovic zwischen den beiden Muskelmännern. Na, starker Kick jetzt von Sam, aber auch gut geblockt von Smolik. Er ist nicht der Schnellste, der Sam. Aber schwungvoll. Die Dinger tun weh. Das macht er ein bisschen mehr. Schöne Rechte da zum Kopf des Engländers. Ja, der kann schon boxen, der Smolik. Und haben alle gesagt, der kann das nicht so gut. Aber die 4-5 Schläge, die haben gesessen, die er da abgefeuert hat bislang. Ja, der war tief und wieder diese Attacke da. Schmeißt er den Smolik durch die Düsseldorfer Luft hier. So, der Ecke ist wieder der Teufel los bei Sam. Du willst nicht ein Champion werden, dann mach auch was endlich. Tja. Um Weltmeister werden, musst du mehr machen. Oder verletzt er dich ja auf diesen einen Schlag, sind sie mit den Köpfen aneinander gerauscht. Ah, Cut bei Michael Smolik. Mit der Ringarzt hier mal konsultiert. Dr. Nellis. Man muss hier erst gerufen werden. Jetzt geht er so gemütlich hier um den Ring drumherum. So, jetzt ist er oben. Sehr gut. Jetzt wird er geschaut. Aber ich denke mal, das kann jetzt nicht so tief, dass er nicht weitermachen kann. Wenn es abgebrochen wird, dann geht es auf die Punktzettel. Das ist hier bei der WKU nach einer Runde. Wenn die rum ist, dann geht es auf die. Weitermachen, hab ich doch gerade gesagt. Natürlich weitermachen. Sicher. Natürlich. Okay. So, weitermachen, Frau Filipovic nochmal. Okay. So, das ist aber heiß gemacht worden, dass Sam jetzt soll er mal draufhauen, schön auf die Wunde. Schön vom Smolik. Ja, da drückt er ihm das Bein da unter den Kinnwinkel. Nochmal
Alter, der ist natürlich stop, groß, der stop. Kommt doch nicht so in den Ellbogen stop. Reingeknallt. Alter, der stop. Ist wirklich unfair, mittlerweile in vielen Aktionen. Das war nicht mal das Rücken, das war der Ellbogen, den er da... Ja. Jetzt hier so Sache. Ja, wenn er nicht richtig trifft, der Smolik, dann ist er sofort da, der Sam. Da weiß er, okay, dann ist eine Schwachstelle. Es läuft ihm das Blut ins Auge, was natürlich fatal ist. Dann sieht man auf dem einen Auge nichts mehr. Da bin ich mal gespannt, ob es eine fünfte Runde geben wird. Da wieder mit dem Kopf da vorne sich reingedreht, der Sam. Ja, Headbutt, genau. Weiter, please. Also, da ist schon viel Unsauberes dabei beim Engländer. Arbeit mit dem Kopf, Arbeit mit dem Ellbogen. Waren jetzt nicht. Die Nerven verlieren, Smolik, ruhig bleiben, den kommen lassen und dann nochmal so einen Drehkicker ansetzen. Macht er alles bislang sehr gut. Nach Punkten liegt da vorne. Hat viel mehr investiert, viel mehr gemacht, hart getroffen, gut die linke drinne auf der Innenbahn und da klammert er. Noch 30 Sekunden hier in dieser vierten Runde. Er muss sich hier durchbeißen, er muss sich durchfighten, es ist nicht einfach hier gegen den Sam. Und vor allen Dingen, der geht nicht so schnell runter, der hat einen dermaßen muskelbepackten Körper, dass er diese Kicks da einfach wegsteckt. Jetzt versucht der Smolik erstmal über die Runde zu kommen, um die Verletzung da behandeln zu lassen von Thilo Kuttler. Der muss jetzt sein ganzes Können zeigen. Mit einer Erkältung will man sich nur noch verkriechen. Aspirin Complex befreit mit seinem schnellen Wirkkomplex von Halsschmerzen mit Fieber, nimmt den Druck im Kopf und löst gleichzeitig die Verstopfung in Nase und Nebenhöhlen. Trotz Erkältung voll durchatmen. Aspirin Complex. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Unbegrenzt Filme und Serien. Jetzt einen Monat kostenlos testen. Maxdome. Egal welche Geschäftsidee Sie haben, sichern Sie sich Ihre Internetadresse, bevor es ein anderer tut. 1&1 sucht die perfekte Domain für Sie. Schon ab 0 Euro. Und bietet alles, was dazugehört. 1&1.de. Last one, shake hands. So, fünfte und letzte Runde, bin ich mal gespannt. Hey. Nach dem Cut hat er die Linie verloren, der wurde abgekontert, der muss noch runter, der Sam. Ja, so schnell kann das gehen, niemand nicht aufgepasst und dann liegt er auf dem Hosenboden. 1,97 Meter lang, klasse gemacht. Smolik, das war ein Auftakt nach Maß hier in dieser letzten Runde. Er versuchte gleich nochmal diesen Backkick. So, jetzt Smolik, jetzt ist hier was los in der Hütte. Dann haben wir ihn nochmal runter. Was macht Filipovic? Er zählt nicht als Niederschlag, sondern als ausgeruht. Schön die linke drin. Ja, jetzt läuft es ja wieder bei Ihnen. Er ist jetzt wieder gefangen. Nach dem Cut habe ich gerade vorhin noch sagen wollen, da hat er die Linie verloren. Aber jetzt ist er fulminant in diese letzte Runde reingestartet. Und Mladen Stegow hat ihm gesagt, du bist der Champion, du bist der Weltmeister. Dann zeigt das ja auch und riskiere nichts. Kämpfe konzentriert weiter und das macht er jetzt. Naja, der Sam. So, müsste jetzt versuchen, hier nochmal so einen Lucky Punch abzufeuern. 1,40 hat er noch. Aber sehr gut gemacht hier von Thilo Kuttler. Das Cut ist zu. Und es scheint auch zu halten. Wenn er durch eine volle Linke da drauf bekommt, dann nicht. Jetzt versucht er nochmal zu clinchen und zu klammern. Na gut. Smolik kann das Ding jetzt verwalten. Der Sam müsste eigentlich noch was tun. Er kann den Kampf nur gewinnen, wenn er ihn ja vorzeitig besiegt, der Michael Smolik. Der würde mir sehr gefallen, denke ich mal, nicht tun. Dann noch was Großes zu riskieren. Er muss einfach den Sam weiter beschäftigen. Dann hier schön weggehen.
der Schnellste ist oder ich, das kann er alles gut. Kann er alles so. Drückt er ihn weg und knallt ihm das Knie noch auf die Rippe. Also da muss man vielleicht auch mal eine Verwarnung aussprechen. Aber das ist eine gute Erfahrung für mich als Moldig, auch mal gegen einen unfairen Mann zu bestehen, der alles versucht, hier den Titel zu holen. Schön, nochmal die Ferse ins Gesicht. So, und da wieder eine Bürger. Da macht es schon klasse, der Kleine, wie er sich immer wieder durchsetzt gegen diese Hünen. So, noch 15 Sekunden und dann hat er den Titel verteidigt. Sag ich mal einfach. Habe jetzt keine Runde sehen können, die Sam für sich entschieden hat. Dafür war er viel zu passiv. Schön, oh, da war die Rechte. Das war nochmal die Chance gewesen. Aufpassen, Smolding, und dann ist der Kampf vorbei. Hartes Stück Arbeit. Tolle Leistung. Er musste da durch vieles durch. Viele Nicknickheiten. Da kam der Ellbogen, da kam der Kopfstoß, da war das Kata. Dann hat er die Linie verloren, dann hat er so ein bisschen an sich gezweifelt, dann wurde er wieder aufgebaut. Dann kam er in diese fünfte Runde zurück, knallt ihn erstmal hier auf die Bretter. Und ja, in dem Fight war alles drin, was einen interessanten Schwergewichtskampf ausmacht. Und das war ein harter Typ, klar, der Laden steht kurz, das war ein harter Junge. Und gegen so einen musst du dich erstmal durchsetzen. Tatsächlich fast ein Faustschlag. Achtung, die linke, die denn da fällt. Also, alle, die sagen, der kann nicht boxen, hat er eines Besseren belehrt. Hier nochmal Gefahr gelaufen, da war die Deckung unten und da ist die Rechte knapp vorbei. Super Leistung, toller Kampf. Und man muss mal eins sagen, dieser Sam, wenn Sie mal alle sagen, da muss ich mal gegen Weltklasse-Mann kämpfen. Der ist Weltklasse und der war Weltklasse, war auch Glory-Kämpfer, hat gegen Inder Singh Jaideep gewonnen. Und wie gesagt, die letzten 7 Kämpfe hat er alle für sich entschieden. Wurde Infusion Live Schwergewichtsweltmeister. Silber beim Super Combat Grand Prix. Sieger beim Search for the Super Pro Infusion Champ. Ringmaster Schwergewicht. Dem muss man erstmal alles so abverlangen, wie das Michael Smolik bei ihm da gemacht hat. Und da kann er sich erstmal jetzt ein Schlückchen gönnen. Und dann warten wir mal das Urteil ab. Dann hat er noch mal gesagt, ich habe da kaum noch was gesehen, aber Erleichterung pur. Gegen solch einen Gegner kann man durch eine dumme Aktion auch mal K.O. gehen. Ja, da ist er, der Destroyer, the Giant, the Warrior. Hat nicht gelangt heute, denke ich mal. Da gibt es nichts, traurig zu sein. Ja, Smolik ist da trotz allem nicht so ganz zufrieden, denke ich. Hätte gerne wieder mal vorzeitigen Knock gehabt. Aber dafür war der auch zu groß. Hat er die ersten Kicks hat er zu tief angesetzt und da war er auch gut eingestellt. Der Daniel Sam hat hier sehr gut geblockt und jetzt das Urteil. Meine Damen und Herren, wir kommen zur Urteilsverkündung. Ertekin Aslan wertete 50 zu 46. Kislegien wertete 50 zu 45. Henri Chaly wertete 49 zu 56. Das heißt, alter und neuer Weltmeister aus München, Michael Smolik. Also, Kai Petzmann sagt, der alte und der neue und zwar verdiente Weltmeister Michael Smolik. Es war ein hartes Stückchen Arbeit. Es war, musste da wirklich mal neue Situationen erleben. Da nicht immer Gegner, die da direkt vor ihm rumkrauchen, sondern der blieb stehen. Der hat ihn 3-4 Mal am Bauch getroffen. Da machte der nicht mal einen Zucken, einen Zucker im Gesicht, sondern der nahm das einfach so hin, als ob es nichts wäre. Und jetzt gibt es hier den Weltmeistergürtel durch Klaus Sonnemacher und den Kranz und das Foto und ich sehe auch schon Michael Killing im Ring, der hier gleich, ich sage ja schon Michael Killing, also Matthias Killing, natürlich, um Gottes Willen, also Matthias Killing
der jetzt hier auf den alten neuen Weltmeister wartet. Strafender Blick von Matthias Killing jetzt zu mir runter. Hat er recht. Und dann gibt es gleich hier das Sieger-Interview. Und vielleicht kriegen wir den Sam auch noch mal vor die Röhre, aber ja, geht erstmal jetzt, wird wieder zurückgeschoben. Du bleibst mal schön da, wir wollen mit dir noch sprechen, genau. Also, für mich ein klasse Kampf hier von Smolik und da ist das Interview. Da guckt mich dieser Michael Smolik gerade wirklich mit ganz lieben Augen an und sagt zu mir, hi. Nach einem solchen Kampf, erstmal ein Riesenapplaus hier in der Halle. Ich glaube, das, was wir hier gesehen haben, das war genau das, was wir versprochen haben. Spektakulär, Michael. Aber Matthias Preuß hat es einige Male erwähnt und ich muss sagen, mich hat das auch beeindruckt. Das war heute nicht nur ein hartes Stück Arbeit, das war der erwartet schwere Gegner. Wie schwer, außer eben diesen 115 Kilo, die er auf die Waage gebracht hat, war er? Ja, Riesenrespekt erstmal an Daniel Sam, großartiger Kampf. Ist ein Riesenbrocken, war zu erwarten. War tatsächlich sehr, sehr hart. Er hat die Kicks sehr gut weggesteckt. Ich bin auch nicht wirklich durchgekommen. Jetzt konnte ich allerdings ein bisschen mehr meine boxerische Leistung bringen. Habe ihn sogar, das ist eigentlich eine Premiere, zum Anziehen gebracht mit einem Schlag. Ja. Boxschlag. Ich wollte gerade sagen, das haben wir von Ihnen so in der Vergangenheit noch nicht so häufig gesehen. Michael, aber eins war auch klar. Andere Ihrer Gegner aus der Vergangenheit sind bei zwei, drei Aktionen, die Sie heute gebracht haben, direkt umgefallen. Er hat noch nicht mal gelächelt, geschweige denn irgendeine Reaktion gezeigt. Da war ja gar nichts. Das war wie ein Fels, an dem alles abgeprallt ist, ne? Wobei ich in seinem Gesicht schon ablesen konnte, dass ihm die Kicks wehgetan haben. Er hat es nur gut weggesteckt. Ich bin trotzdem nicht so gut durchgekommen, musste dann die Taktik, die ich auch mit Lahn Stick, meinen Trainer, ausgearbeitet habe, konnte ich superbar durchsetzen. Und wenn es nicht mal ging, habe ich geklammert und so konnte ich den Kampf gewinnen. War super Sache. Super Sache, auf jeden Fall spektakulär. Ich habe es vorhin gesagt, hier unter dem Auge, wir gucken da mal ganz kurz, der Cut ist nicht ganz so tief. Ihr Cutman hat super Arbeit geleistet. Das war ein Kopfstoß, ne? Es war ein Kopfstoß. Das Problem bei der ganzen Sache war, ich habe auf dem rechten Auge dann fast gar nichts mehr gesehen. Und da ich Rechtsausleger bin, war es eine extrem schwere Sache, auch mit meinen Drehkicks. Ich konnte ihm seine Kicks nicht mehr richtig lesen, ich konnte ihn nicht mehr richtig auskontern, musste dann mehr aufs Boxen ausweichen, hat aber gut funktioniert. Schwerster Gegner Ihrer Karriere bisher? Auf jeden Fall, Riesenrespekt nochmal an Daniel Sam, Dankeschön. Michael Smolik, der alte und neue Weltmeister, weiter ungeschlagen, auch wenn es heute kein K.O.-Sieg war, aber er war zumindest mal am Boden. Fakt ist eins, uns hat das viel Freude gemacht. Herzlichen Glückwunsch, genießen Sie die Nacht und wir gehen direkt weiter zum Gegner, zu Daniel Sam. Daniel, congratulations for a tough fight tonight. I think it was a hard night for you. Michael said you were the hardest opponent in his career. What do you say? First, a big congratulations to Michael Smolik. He put on a good fight. It was a hard fight. I knew he's going to come to fight. He's a champion. You know, he's not a mug. So a big thanks to Michael Smolik for having me out. Big thank you to all the German fans as well and all the German supporters. I hope we put on a good fight for you guys. Unfortunately, you know, I didn't do everything I wanted to do, but credit to Michael Smolik, you know, he's a good fighter. He's a good fighter. How disappointed you are? Sorry? Disappointed now? Yeah, very disappointed, very disappointed. I didn't do everything I could have done. I'm not going to make excuses. He was the better man on the day and he's got the belt. Thanks a lot. Daniel Sam, es gibt nochmal einen großen Applaus für faire Worte zum Schluss. Er sagt nämlich, er war der Bessere heute, definitiv. Er ist enttäuscht, überhaupt gar keine Frage. Hat sich vorher hier beim Publikum in Düsseldorf bedankt und natürlich beim ganzen Team von Michael Smolik und sagt eben, das war ein großer Kampf, den sie alle gemeinsam hier heute Abend genossen haben. Deswegen nochmal, thanks a lot for the great words. Das auch ist natürlich eine Art von Champion, solche Worte dann auch nach einer Niederlage zu finden. Chrissy Theiss. Der eine oder andere hat so ein bisschen schockiert geguckt, als das gerade hier losging, wie die Feuerwehr. Fakt ist aber eins, wir haben einen Michael Smolik gesehen, der selber so ein bisschen mit sich gehadert hat, hatte ich das Gefühl.